Frankfurt, Altsachsenhausen, gestern Nacht 1 Uhr. Rund 1500 Menschen feiern, drängeln, schieben. Wir sehen fast keine Maske. Abstand halten ist überhaupt nicht möglich. 3 Stunden vorher. Die Situation noch deutlich entspannter. Max feiert hier seinen Junggesellenabschied. Im September wird geheiratet und vorher will der 26-Jährige es noch einmal ordentlich krachen lassen. Für seinen Bruder Sebastian heute ein Highlight und auch eine Ausnahme. Prinzipiell sucht man sich die Momente natürlich raus, man freut sich drauf und man hat natürlich ein bisschen mehr Spaß, weil es heutzutage etwas weniger von dem Ganzen wird. Manchmal habe ich Angst, klar, manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich mich jemandem zu nah bewege in irgendeiner Form, aber nichtsdestotrotz sage ich, wir sind hier eine Gruppe, wir kennen uns alle schon lange. Wir sind hier öfter zusammen. Familiärer Kreis auf jeden Fall. Es ist familiärer Kreis. Wenig familiär am vergangenen Wochenende in Kassel. Die Friedrich-Ebert-Straße wurde für Autos gesperrt. Die Idee, mehr Platz für Nachtschwärmer, um Abstände einzuhalten. Die Realität eine andere. Auch an diesem Wochenende haben die Kasseler Wirte ein mulmiges Gefühl. Die Angst vor Zuständen wie am Ballermann groß. Denn die Stadt Kassel hält an ihrem Konzept fest, aber jetzt mit strengeren Regeln. Kein Ausschank nach 23 Uhr, kein Straßenverkauf von Getränken, mehr Kontrollen. Und siehe da, gestern Abend gesittetes Beisammensein mit Abstand. Währenddessen wird es auf Frankfurts Partymeile von Stunde zu Stunde voller. Möglicherweise auch, weil es hier keine Sperrstunde gibt, anders als im benachbarten Offenbach oder Hanau. Dennoch, die Freude, endlich wieder feiern zu können, ist hier größer als die Angst vor Ansteckung. Ich bin froh, dass es überhaupt so ist, dass wieder mal irgendwie Energie in der Stadt ist, dass man wieder was machen kann, dass man was trinken kann. Ja, wir sind halt ziemlich jung, wir gehen auch gerne mal feiern und haben Spaß unter uns Mädels und da fehlt es schon sehr. Also ich habe ja jetzt mein Abi gemacht, das war schon ein bisschen verloren so, also wir haben halt fast gar nichts machen können, ne? Also keine Feier, gar nichts. Die Polizei zeigt Präsenz wie jedes Wochenende hier. Die Menge auf der Straße wird aber nicht aufgelöst, keine Gaststätte geräumt. Das sei sowieso keine polizeiliche Entscheidung, sondern die der Stadt. Das ist auch Bestandteil immer unserer Berichte, dass wir mitteilen, dass es zu voll ist. Da muss man jetzt, nächste Woche muss man sich drüber unterhalten, ob man hier noch andere Maßnahmen, ob man vielleicht die Gaststätten früher zumacht. Auch das Ordnungsamt ist in der Stadt unterwegs. Aber in Frankfurt-Altsachsenhausen wird erstmal weiter gefeiert, trotz Pandemie. Ja, was soll man davon halten? Und wie ist das alles zu erklären? Zugeschaltet ist uns der Sozialpsychologe Professor Rolf van Dyck von der Goethe-Universität in Frankfurt. Guten Abend. Schönen guten Abend. Mir hat diese Woche ein Virologe mal gesagt, ja, mal abwarten, bis die jungen Feiernden ihre Großeltern besucht haben. Dann könnten die Intensivstationen wieder voller werden. Ist das in diesem Sinne nicht verantwortungslos, was die jungen Leute da machen? Das ist mit Sicherheit verantwortungslos. Ich fürchte aber, dass die jungen Leute ihre Großeltern leider schon eine Weile nicht mehr gesehen haben und auch nicht vielleicht in den nächsten Tagen sehen. Insofern kann man dem Virologen vielleicht Entwarnung geben. Leider führt das aber zu diesen Veranstaltungen, in denen zu viele Leute auf zu engem Raum, ohne Abstand, ohne Maske sich begegnen. Und das steigert natürlich insgesamt das Infektionsrisiko. Wir sehen ja jetzt in Spanien, in Frankreich wieder Zahlen um die 6.000, 7.000. Da kann man nur hoffen, dass die Vernunft einziehen wird. Wir haben ja gerade im Beitrag gesehen, dass dort, wo Polizei präsent ist und dort, wo auch kontrolliert wird und dort, wo auch auf die Maskenpflicht Abstände hingewiesen wird, wie in Kassel, dort ging es ruhiger zu. Das heißt, offensichtlich brauchen nicht nur junge Menschen, auch ab und zu einen Schubs oder eine Erläuterung der Regeln. Sie haben ja darüber hinaus auch noch weitere Faktoren in Ihrer Forschung empirisch ermittelt, warum sich manche Menschen an die Regeln halten und manche nicht. Welche waren das noch? Wir haben in der Tat im März und im April im Abstand von 4 Wochen im und kurz nach dem Lockdown etwa 1.000 Menschen in ganz Deutschland befragt. Und wir haben gefunden, dass Alter mit fast allen Regeln korreliert. Das heißt, ältere Menschen halten sich eher an Abstand, halten die Hygienerichtlinien ein, sind auch eher bereit, eine Maske zu tragen.
Und wir haben gefunden, dass diejenigen, die entweder selber einer Risikogruppe angehören oder die mit Risikoangehörigen zusammenleben, älteren Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, sich auch stärker an die Regeln halten. Und hier fürchte ich, dass die jungen Menschen, die wir vorhin im Bericht feiern gesehen haben, eben wenig Kontakt zu diesen Risikoangehörigen haben und deshalb auch so sorglos sind. Also immer mal Opa und Oma besuchen würde das Verhalten vielleicht ändern. Wenn man vergleicht mit anderen Ländern, wo es Menschen viel schlechter geht, wo die unheimlich viele Entbehrungen verkraften müssen, kann man da auch sagen, die heutige Jugend ist vielleicht einfach nichts mehr gewohnt, also hat ein Luxusproblem und beklagt das ganz laut? Ich fürchte, dieser Vergleich wird nicht zu irgendeinem Ziel führen. Also wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit der Armut in Deutschland, gibt es auch Menschen, die weniger als 2/3 des Durchschnittseinkommens verdienen. Und wenn man denen dann sagt, in Afrika oder in Indien gibt es Menschen, die sind noch viel ärmer, dann nützt dieser Vergleich nichts, weil wir vergleichen uns mit denen, die um uns herum sind und denen es etwa so geht wie wir, aber die dann vielleicht etwas mehr haben oder weniger haben. Und so ähnlich ist es hier auch. Also die jungen Leute, aber auch Menschen andere, vergleichen sich in Bezug auf die Corona-Einschränkungen nicht mit Menschen, die in Syrien Kriegen ausgesetzt sind, sondern sie vergleichen sich mit der Situation kurz vorher oder aktuell mit Menschen in anderen Bundesländern oder in anderen Regionen, in denen vielleicht die Regeln etwas laxer gehandhabt werden. Soweit der sozialpsychologische Blick und die Erklärung des Phänomens Feiern trotz Corona. Vielen Dank, Herr Professor van Dijk. Dankeschön. Sehr gerne.